Alle meine lieben Leute, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vlog hier. Ja, heute ist wirklich ein echt schöner Tag. Ich habe es geschafft auszuwandern, mal ein paar Tage nach Österreich zu meinen Großeltern. Meine Oma hört gerade 1000 Fragen auf Radio Kärnten und schaut es euch an, Leute. Du hast hier eine Ruhe. Nur ich, das Wasser und die Natur. Es ist einfach so schön, so frei mal wieder zu sein. Mal eine ganz neue Perspektive, die ich hier erlebe. Weil ihr kennt es ja, ich wohne ja in Leichingen auf der Alp oben. Neben uns ist ein Campingplatz und das war es auch schon mit dem ganzen Zeug, was wir da haben. Da kommst du nicht dazu, einfach mal sowas hier zu erleben. Es ist einfach nur genial, Leute. Ich höre mich gerade wie der letzte Schlamotzer an. Aber das ist mir so scheißegal. Wisst ihr das, Leute? Schaut es euch einfach an und genießt es mit mir. Es kommt gleich. Einfach mal nichts. Einfach nur nichts. Ihr seht das auch nochmal. Schön am Wasser entlang. Achtung, Wasserschwall. Floodwaves. Mersky, Valervi. Oh nein, da was weiß ich. Aber schaut euch an, wie schön es ist. Schaut es euch an, Leute. Schaut es euch an. Mein Schuhwerk ist jetzt nicht unbedingt das Feinste, weil ich mit Latschen unterwegs bin. Aber so ein Anblick geht man auch gern mal mit Latschen raus. Schaut es euch hier nochmal an. Hier kommt der Wasserfall. Da geht er runter. Einfach nur sehr schön hier. So, Leute. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Schaut euch mal mein Schuhwerk an. Richtig geile Bordelatschen. Einfach nur genial. Hoppa. So. Sind die 1000 Fragen bald rum? Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Aber schaut's einfach mal an hier. Gehen wir mal hier runter. Wie schön das ist.
hier lang. Einfach sehr angenehm, Leute. Wenn man ganz genau hinhört, dann höre ich sogar die Vögel zwitschern. Warte, ich mache mal eine Live-Aufnahme, vielleicht hört ihr das. Ich hoffe, man hat das gehört. Ist einfach so schön hier. Wir laufen immer weiter und weiter und weiter. Oh, vielleicht sind wir gerade sogar einen guten Stock hier. So. Habe ich jetzt sogar einen Wanderstock. Ha. So. Schaut es euch an. Die tausend Fragen sind mir in dem Fall gerade egal. Aber schaut euch das Bild an. Wenn du wirklich so alleine hier bist, du vergisst alle Sorgen echt. Es ist einfach nur so schön. Es werden jetzt ab sofort auf diesem Kanal hier ein paar mehrere Ausschnitte kommen mit so kurzen Videos mit Berichten. Wir wollen noch mal irgendwo hin wandern, denke ich mal. Dann nehme ich euch ganz sicher mit. Wenn es eine Quelle ist, wo ich sogar Internet habe, dann dürft ihr sogar live dabei sein, mein Leute. Ha. Aber das ist einfach genial. Ihr seht, wir sind jetzt hier wieder auf der Straße angekommen. Und ich finde das einfach nur genial. Schaut es euch an. Ach ja, und nochmal eins dazu gesagt. Es ist schön. Es ist schön, einfach mal wieder hier zu sein in Österreich bei meinen Großeltern. Also, falls ihr dieses Video auch mal seht, danke, dass ich wieder bei euch sein kann. Es ist einfach so schön. Da hinten in dem Auto, da sitzt meine Oma. Und ich hört sich gerade die tausend Fragen an. Da hinten sitzt sie. Da. Da in diesem Auto, wo die Tür offen ist. Mal schauen, ob sie mich beachtet. Sie hat mich beachtet. Das ist einfach nur so schön. Und da waren wir ja auch gerade bei den Gossfällen. Das sind von hier aus ungefähr 5 Minuten. Aber wir haben eine kleine Abkürzung genommen, waren etwas schneller da. Und jetzt schaue ich mal hier oben auch an. Da oben liegt noch Schnee. Da ist eine schöne Nebelwand. Und hier wieder einmal richtig schönes Wasser. Einfach nur schön, wie du hier wandern kannst. Und eine weitere Ansicht für euch. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr.
hin, kommen wir jetzt in ein Dorf rein. Heißt, wir laufen wieder zurück. Weil ins Dorf wollen wir nicht. Ist einfach nur schön. Meine Oma hat auch so viel Spaß mit ihren 1000 Fragen. Was meint ihr? Seid mir jetzt ganz ehrlich und schreibt mir mal irgendwo eine Nachricht, einen Kommentar oder weiß ich, wie ihr das findet. Wenn man so einfach draußen wieder ist in der Natur. Wunderschön. So. Gehen wir hier aber wieder links auf den Parkplatz. Jetzt haben wir genug Garten. Hier auch einfach nur schöne Natur und einfach nichts. Einfach nur ein paar schöne Bäumchen, ein paar Spiele der Kinder. Jetzt verabschieden wir uns von unserem Wanderstock. Da hinten liegt er nun ungut. Und damit ist es auch für mich Zeit, mal auf Wiedersehen zu sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank und danke fürs Zuschauen. Fertig.